Timo, du wolltest noch über Klassenfahrten reden. Ja, das ist halt so ein Thema, was ich mir mal gedacht hatte. So die besten und schlechtesten Klassenfahrten, die ihr vielleicht so hattet. Soll ich anfangen mit meiner schlechtesten Klassenfahrt, die ich jemals hatte? Hau raus. Ich habe ja eben schon mal angeteased, ich habe mir beide Arme gebrochen da. Ja, hattest du gesagt, genau. War eine Skifreizeit. Ah, was Und eine bei Überraschung. uns an der Schule war es halt immer so, dass jedes Jahr sind ein, zwei, drei, was weiß ich, wie viele Leute mit gebrochenen Armen, Beinen oder sonst wie wiedergekommen. Und ich habe zu meiner Mom vorher noch gesagt, ja, der, wer sowas macht, der ist so ultra dumm. Ne? Wie kann man sich denn einen Arm brechen auf so einer Skifreizeit? Fahr doch einfach Du normal hast und das sowas. gejinxt. Ja, das Ding ist, ich war im Snowboardkurs, weil ich Skifahren kann ich. Da habe ich mir gedacht, so, boah, ist voll langweilig, ich möchte gerne was Neues ausprobieren. Da habe ich Snowboardfahren gemacht. Es war der dritte Tag. Die Piste war ultra vereist und es war auf dem Idiotenhügel. Wir sollten so rückwärts, so langsam in so Wellenbewegung halt runter, diesen Berg. Und der war auch gar nicht steil oder sowas. Unten, wo es dann gerade war, habe ich mich zu weit nach hinten gelehnt und bin dann halt umgefallen und habe mich aus Reflex so abgefangen. Und die Piste war halt so vereist, dass sich das angefühlt hat, als wenn du auf Asphalt fällst. Du musst so ein bisschen erklären für die Leute, die nur hören. Ja, also Arme halt nach hinten gemacht und dann halt, ja, versucht sich halt so abzustützen. Und ich habe bei diesem Sturz gemerkt, wie sich mein rechtes Handgelenk einfach, also ich habe Elle und Speiche gebrochen gehabt, nach oben verschoben hat Aua! und mein Arm sah legit aus wie so ein Schwanenhals. Die Boah, haben hast du das dann aufs Bett gelegt, aufs Hotelbett, um Leute zu begrüßen? Happy Flitterwochen. mein Arm tut weh. Ich Könnt ihr habe mir starke helfen? Guck mal, ich kann einen Trick. Ah. Ja, dann haben die, weil ich halt ultra geschrien habe, weil es halt fucking nochmal wehgetan hat. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der auch gebrochen war. Oh, Scheiße. Weil ich halt wirklich hier gemerkt habe, wie sich das halt so also richtig verschoben hat an der rechten Hand. Und dann haben die mir vor Ort versucht, erstmal den Handschuh auszuziehen, um zu gucken. Und dann habe ich aus Reflex, weil die halt an dem Handschuh halt gezogen haben, und das tut natürlich Ja, arschweh, klar. habe ich mit der anderen Hand, die nur noch so weggestoßen habe, dann halt gemerkt, oh mein Gott, die andere Hand tut halt auch Scheiße, ultra weh. oh Mann. Und ich weiß noch, ich habe damals eine neue Softshelljacke von meiner Mom gekriegt und die hatte ich an dem Tag an. Dann kam irgendwann der Krankenwagen und meinten die so, ja, müssen wir die jetzt aufstellen? Ich so, am Arsch, die habe ich von meiner Mutter, die wird ausgezogen, die schneiden wir nicht auf. Dann habe ich mir unter Schmerzen diese Jacke ausziehen lassen und alles. Und dann haben die mir halt auch schon Schmerzmittel und alles gegeben und ich sollte nicht meinen Arm angucken. Und dann war ich schon so, ja, Heft du. also, Nur ich mal kurz meine, spinksen. wenn du dir so Ein sagen, wenn Blick. dir so gesagt wird, so Jugendlicher, ich weiß gar nicht mehr, es war 8., 9. Klasse, irgendwie sowas, und wird so gesagt, 16. so, ja, ne, guck dir halt nicht deinen Arm an. Die wollten mir halt auch ständig beim Röntgen nachher, und der wurde halt irgendwann eingegipst. Ich so, was ist hier denn passiert? So, ja, der ist gebrochen. Ich so, ah, okay, cool. Mir hat keiner was sagen wollen, weil ich halt 16 war und die meinten so, ja, ich darf dir das nicht sagen, weil es könnte halt sein, dass du jetzt irgendwie dann voll abdrehst und sonst irgendwas. Und die, dann sind Man mein. dreht doch viel mehr ab, wenn man nicht weiß, Ja. was mit einem Ja, also los ich habe ist. auch gesagt, so, yo, wie schlimm ist es? Ne? Ich hätte halt gerne mal irgendwelche Infos und die so, ja, Sie ne. haben Armsyphilis. Ne, also, Ja, ich meine, ich habe hä? ja gemerkt, was hier passiert ist. Also, ich habe Ja, hier eh schon abgeschlossen gehabt, aber als sie dann angefangen ich haben. hab einen Schwan als Arm, ich würde gerne wissen, was da los ist. Quack, quack. Das ist Ich will keinen anatomisch Schwan haben. komisch. Quack, quack, ey. Gib mir Brot. Quack, quack, gib mir Brot. Warum pickt meine Hand Brot die ganze Zeit um vom Boden? Was ist das? Ja, jedenfalls sind meine Eltern dann halt irgendwann noch, also die sind an dem Tag noch losgefahren. Meine Mom hat dann mit mir im Krankenhaus übernachtet. Und mir hat halt ständig niemand was sagen wollen, bis meine Eltern dann halt irgendwann erfahren haben, was halt Sache ist. Ja, und es war auf jeden Fall cool. Dann stand halt irgendwie zur Debatte, dass ich dann, also ich wäre gerne da geblieben und wäre dann halt mit wandern gegangen. Aber dann hieß es so, ja, wenn du jetzt aber stolperst, weil ich hatte hier halt auch drei Drähte drin, deswegen habe ich hier auch am rechten Handgelenk halt Narben. Wenn ich dann halt stürze und auf den Arm falle oder auf den anderen Arm falle, könnte es halt passieren, dass das halt komplett im Arsch ist. Und der Arzt, der da war, der hat gesagt, das ist halt, Berchtesgaden ist halt auch Skigebiet und alles. Der hat gesagt, der hat seit Jahren nicht mehr so einen schlimmen Bruch gesehen. Krass. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren nach 3 Tagen Klassenfahrt. War cool. Also das war Cool. nicht so Good gut, sag times. ich mal. So schön. Ja, sorry. Tut mir leid. Ja, und ihr so? Auch gute oder schlechte Erfahrungen gehabt auf Klassenfahrten? Ich kann von einer guten erzählen. Ich würde es jetzt vielleicht nicht als Klassenfahrt komplett bezeichnen, aber wir hatten damals in der 8., 9. Die Wahl, ob wir Skifahren oder nach England in eine Gastfamilie gehen. Und ich bin
nach England in eine Gastfamilie gegangen und das war echt toll, weil ich hatte eine Gastfamilie mit 5 Hunden, davon auch Welpen und einem Schaf. Also war toll. Ja, ich mochte die Hunde. Annikas Himmel, einfach. Ja, es war echt schön. Und die waren auch super nett. Also tatsächlich ganz viele, die auch in anderen Gastfamilien waren, die haben erzählt, die haben richtig schlimme Gastfamilien. Irgendwie die Gasteltern schreien die so voll an oder sind richtig unfreundlich. Und also bei mir war es echt super. Die waren beide mega nett. Und sie hatte auch immer so ein Wörterbuch dann am Frühstückstisch liegen, wenn wir irgendwas nicht wussten, weil, also ich muss schon sagen, mein Auslandsjahr hat sehr viel geholfen bei meinen Englischkenntnissen, weil vorher war schon sehr gebrochenes Englisch. Also auch als ich da war, war so immer so in Wörtern kommuniziert statt in Sätzen. aber das war durch und durch eine gute Erfahrung für mich, zu 100%. Die war immer richtig süß, die hat uns dann immer morgens auch so Brote gemacht und immer uns auch so Sachen gekocht, die immer echt scheiße geschmeckt haben, aber sie hat sich echt Mühe gegeben. Ja, ist aber voll wichtig, finde ich, bei so Schüleraustauschsachen, das sind wirklich so die großen Connector, die so außerordentlich positive Erfahrungen, egal mit welchem Land, eigentlich immer mitbringen, wenn es gute Gastfamilien sind. Das habe ich auch schon. Ich habe da eine schlechte Story zu. Ja, gibt halt leider auch echt viel beschissene Gastfamilien, muss man auch sagen, ja. Das ist halt das Problem, die kriegen ja Geld dafür und deswegen gibt es bestimmt einige Leute, die das nur machen. Meine Gastfamilie ist danach aus dieser Agentur auch rausgeflogen. Kenne ich auch viele Geschichten. Weil die halt, also war auch nicht das erste Mal in dem Jahr halt, dass dann Beschwerden kamen und so. Und wir haben ja letzte Podcast-Folge schon festgestellt, in meinem Abi-Buch stand es drin, Hassfach Englisch. Ich war nie schlecht in Englisch, aber ich habe es halt irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich halt mal, wenn ich was falsch ausgesprochen habe, von vielen Leuten dann irgendwie so aufgezogen wurde. Und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, halte ich halt mein Maul, mache aber trotzdem diesen Austausch halt mit, weil ich es da halt trotzdem gerne lernen möchte und alles. Und die waren halt ultra unfreundlich, es war ultra unordentlich und dreckig halt einfach. Also ist ja alles cool, so wenn du dich so wohlfühlst, aber wenn du halt Gäste hast, so dann, ich habe halt so ein Problem, wenn ich mich halt in fremde Bettwäsche legen muss. Und du hast halt so dieses Gefühl, dass da so Krümel oder sowas drin sind. Und dann, keine Ahnung, ich habe mir dann ein Handtuch genommen und habe auf diesem Handtuch geschlafen, weil ich mich nicht auf diese Matratze und sowas legen wollte. Und das war dann so semi-gut, fand ich. Und ja, generell dann, die Kommunikation war dann auch immer so schwierig mit denen, weil die halt, also man durfte, also ich hatte irgendwann das Gefühl, du durftest halt da sein, dass du eine Unterkunft hast, aber sonst wollten die halt nichts mit dir zu tun haben. Und das fand ich dann halt auch irgendwie schade, weil so dann kann ich halt auch selber nach England fliegen, mir ein Airbnb holen und dann da alleine rumlaufen. So, weil so lerne ich halt nichts, weil du hast dich dann halt mit deiner Klasse ja auch getroffen oder mit den Leuten halt und hast dann da irgendwelche Sachen gemacht, aber du wolltest ja das Land auch so ein bisschen erleben und dich mit den Leuten da unterhalten. Das war dann halt sehr schwierig. Ja, das glaube ich. Bei dir? War nur gut eigentlich. Also war, glaube ich, nur 10. Klasse. Die berühmte, was man bei uns hier in der Ecke immer gemacht hat, so Eiselmeer heißt es, glaube ich, so Holland. Da war ich ganz auch. Oben im Norden. 10. Klasse. Ja, Holland ganz oben im Norden. Dann jede Klasse, also wir hatten, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten 1, 2, 3, 4. Alle hatten immer A, B, C, D, glaube ich. Wir hatten 1, 2, 3, 4. Also alle 4 Klassen nochmal, weil sich dann getrennt hat, wer Abi macht oder nur mittlere Reife hat. Und dann halt 4 Boote mit jeweils den einzelnen Klassen und dann war eine Woche aber komplett Absturz. Also wirklich nur Fla gesoffen, immer diese holländischen Städtchen angesteuert. Das war richtig schön. Unfassbar viel gekifft, alle, ne? Also unsere Lehrer waren dann ganz anders zu uns. So das erste Mal, die waren dann so richtige Kumpels, weil die wussten, von vielen können sie sich verabschieden, weil Gesamtschule. So. Und keine Ahnung, war generell einfach eine gute Erfahrung. Also wir hatten nur Spaß, viel feiern gegangen, weil auch alle, die meisten schon so 16 und so, dann immer in so Bars oder in so Pubs und so. Das war durchweg immer irgendwie eine positive Zeit, also das war irgendwie gut. Also ich mochte auch meine Klasse halt voll gerne. Alle waren so voll auf Augenhöhe miteinander. Es war jetzt nicht so ultra stressig mit irgendjemandem. Und es war deswegen halt durchweg so lustig. Also ich sage immer, meine Stufe habe ich sowieso immer auch vor der 10. Klasse am meisten gefühlt und sage, da hatte ich übertrieben Glück mit, weil es nur smarte, korrekte Leute waren, die voll das System gedribbelt haben, weil sie nicht sich so abgehetzt haben auf dem Gymnasium bis zum Abi zu kommen, sondern wir haben einfach derbe gechillt und hatten trotzdem alle besseres Abi als die Gymnasiasten dann am Ende und waren halt alle voll korrekt und supportive miteinander. Also bis jetzt habe ich noch mit meinen ganzen Schulfreunden, also mit dem engsten Kern immer noch guten Kontakt zum Beispiel auch. Und ja, das war halt ein Glücksgriff, muss man haben auch in so Stufen. Also kannst auch an richtig viele Arschlöcher leider geraten. Ja.
Ja, nee, nur positiv. Sehr gut. Ich habe ein paar Storys, ich weiß nicht, welche ich erzählen kann, soll. Was ist denn die, die am meisten bei dir im Gedächtnis geblieben ist? Alle ungefähr gleich. Also meine allererste Klassenfahrt, so in der 5. Klasse, da ist die einzige Erinnerung, die ich daran habe, dass zwei Jungs oben war so eine Judo-Matte auf dem Dachboden. Es war so ein Judo-Raum, wo so gepolstert war und die haben echt 5 Tage lang um Manuela gekämpft. Um ihre Ehre. Um ihre Ehre? Um ihre Ehre gekämpft. Oh nein. Und wer gewonnen hat, durfte dann mit ihr zusammen sein. Das ist so meine erste Klassenfahrtserinnerung. Du, ich halte mich raus. Was mir nichts angeht, gibt mir nichts an. Es gab ganz viele Sachen. Ich habe in meiner 5. Klasse mit meinem besten Freund Freundin getauscht. Also das ist auch so ganz, also das ist nicht einfach okay. Mal um zu gucken, was so geht. Also die waren auch dafür. Die meinten so, ja, okay, dann lass machen und dann hatten wir einfach die Freundin des anderen. Ja, das war so 5-Klässler-Scheiße. Ja, so. Die Freundin. Aber wenn so. Du jetzt da überlegst, was das für eine kranke Scheiße war, wir haben uns mit denen hingestellt in der großen Pause und dann haben wir so gesagt, ja, wollt ihr tauschen, den Freund? Und dann meinten sie ja und dann meinten wir so, ja, wir würden auch Freundinnen tauschen und dann waren wir einfach den restlichen Tag also mit Knutschen und so mit der anderen zusammen. Nur für einen Tag oder war das ja, so? Ja, nee, danach haben wir beide Schluss gemacht. Ja. Oh, aber Mann, es war halt so voll merkwürdig. So, das war, also mit Konsent muss ich wohl dazu sagen, aber es war halt so, keine Ahnung, aber so 5-Klässler sind einfach... Wie kommt man auf so eine Scheiße, Alter? Lass auch Freundin tauschen. Du bist nur am Stinken und kommst ja, auf so Drecksideen. Keine Ahnung, nur am Stinken und alle wollen bumsen die ganze Zeit, ey, aber keiner tut's wirklich. Oh mein Gott. Der 5. Ja, das ja, da geht's los. Da geht's los, ja. Da fangen alle an zu müffeln auf jeden Fall. Ja, das stimmt, ja. Ja. Falls ihr zuhört, ihr riecht selber nicht, aber Shoutout ans Leo auf jeden Fall. ich überlege, ich hatte in der 7. Klasse noch eine Klassenfahrt, die ging auch nach England und die war leider nicht so gut wie bei dir. Das war so der erste Horrortrip, den ich wirklich hatte. Wir waren zu dritt in der Gastfamilie, ich versuche es kurz runterzubrechen. Wir sind halt mit dem Bus dahin gefahren, auch mit der Parallelklasse zusammen, also so als Stufe sind wir gefahren. Bei uns gab es nur A- und B-Klasse. Und wir sind da so angekommen und alle Gasteltern haben so ihre Kiddos abgeholt vom Bus und am nächsten Tag haben so alle erzählt, so, oh mein Gott, und wir haben noch gekocht und dann haben wir uns noch kennengelernt, uns unterhalten. Bei uns, also wir sind einfach abgeholt worden, wir haben einfach nichts zu essen gekriegt, nichts angeboten gekriegt und dann ist nur so unser Bett gezeigt worden und dann sind die halt so pennen gegangen. Ich weiß noch, die hatten 2 Kinder, Charlotte und vergessen, wie der Junge hieß. Das waren richtige Dreckskinder, Junge. Die waren so unerzogen, ne? Die hatten so einen Hamster, den durftest du aber nicht ansprechen, weil sonst ist der so einfach so an den Käfig, so, der ist auch noch gestorben zwischendrin. Dann ist einer von uns so beschuldigt worden, dass jemand den Hamster gekillt hat. Oh Mann. Und du so, ich wollte halt Katastrophe. Was essen. Das Ding war, so, das waren so zwei. Es waren so chubby Kiddos und so, und die hatten dann irgendwann, wir hatten halt den übelsten Hunger, ne? Und da war halt nix. Kein Supermarkt, es war irgendwo auf dem Dorf, wirklich. Kein Supermarkt in der Nähe, gar nichts. Und dann hatte so die Tochter, weiß ich noch, die hatte so diese Mini-Donuts. Die hat sich einfach auf jeden ihrer 10 kleinen dicken Finger einen Donut gesteckt. Und dann haben wir so gefragt, weißt du, die stand so vor uns, hat so an ihren Fingern, so an ihren Donut so genagt. Und da war ich so, ey, können wir welche abhaben? Wir haben übel Hunger. Und dann hat die voll gesagt, nein. Und hat einfach so ihre Donuts von ihren Fingern genagt. Was? Dann dachte ich, oh, boah, du Dreckskind, Alter. Boah, war ich wütend. Ja, und das ging dann so weiter. Am nächsten Morgen, die wussten halt so die Uhrzeiten, wann wir wo sein müssen, ne, wann wir wieder Treffpunkt am Bus haben. Die haben uns einfach entweder zu spät hingebracht oder manchmal ist auch vorgekommen, dass wir dann einfach so um 6 Uhr morgens auf so einem Parkplatz standen, da abgeladen worden sind. Wir aber erst um 9:30 losgefahren sind und dann standen wir einfach da. Es war wirklich ein Drama. Und wir haben nicht alleine gewesen. Nee, so, ne? Wir waren zu dritt, aber ich habe auch eine von den anderen beiden wirklich, die konnte ich auch nicht leiden. Also es war unglücklicher Zufall einfach. Naja, was geht's? Wir haben jeden Tag ein Lunchpaket bekommen, weil das sollten die halt immer so, es war so eine, die haben glaube ich auch Money dafür gekriegt, genau, es war so eine Aufgabe für die, damit die wir sowas haben. Ne? Jeder hatte geilste Lunchpaket. Geilste Lunchpaket England-West, wirklich. Und wir hatten einfach, jeden Morgen wurde der Gefrierschrank aufgemacht und es wurden so vorbereitete Tesco-Plastiktüten geholt. Und jeder von uns hat so, zack, 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 ein so ein gefrorenes Ding. Da war eingefrorener Fruchtzwerg drin, eingefrorenes Weißbrot mit Leberwurst, eingefrorenes Trinkpäckchen für 7 Tage lang. Wir waren 2 Wochen da, für 14 Tage lang. Scheiße, jeden Tag. Jeden Tag das Gleiche. Wir haben nichts zu essen gekriegt da wirklich. Es war eine Katastrophe. Die hat nie für uns gekocht. Und abends haben wir einfach so
Cornflakes, aber nicht die geilen, sondern die Kelloggs, die nach nix schmecken, weißt du? Und dann haben wir noch so gefragt, ob wir ein bisschen Zucker dazu haben können. Und ich weiß noch, einmal sind wir irgendwie morgens so, die haben vergessen, uns zu wecken. Wir sind selbstständig aufgestanden, sind so an den Kühlschrank gegangen und haben uns dann einfach so Toast, Frühstück, bla bla bla, geholt. Und ich weiß noch, wir haben, also wir dachten, das ist Milch. Das war ein Kanister mit was Weißem drin. So Eggnog. Ich weiß nicht, was es war. Es sah aus wie Milch, es hat gerochen hatten wie Milch. Die Rinder? Und sowas. Ha? Hatten die Rinder? Rinder? Rinder. Hä? Hä? Was redest du? Wie kommst du auf Rinder? Ja, so Zeug, weißes Zeug. Kanister. Okay. Ja, okay. Riecht wie Milch, ist aber ein bisschen komisch. Rinder? Habe ich irgendeine Memo nicht gekriegt? Für Zucht von Rindern braucht man weißes Zeug in Kanistern von Rindern. Es geht um Rindersperma. Oh, so, sag das doch, oh mein Gott. Ich stehe so auf dem Schlauch gerade. Kurz mal weggemiked. Die kam dann. Die Mutter kam dann irgendwann runter und ist vollkommen ausgerastet, weil wir halt eben mit den Cornflakes dieses Zeug getrunken haben. Und dann haben wir halt wieder sowas gefrorenes. Ey, es war wirklich ein Drama. Dann hat die gekocht und hat scheiße geschmeckt. Ich erinnere mich noch, stand eine große Vase da. Ich habe einfach in die Vase gekippt. So gar keinen Respekt mehr vor Gott gehabt, wirklich. Oh. Und dann einmal. Oh, war so ein früherer Ausflug zu Ende und wir sind so zurückgekommen. Ich kann da jetzt noch 3 Stunden drüber ranten, also ich, ne? Hass mit Heller. Hass mit Heller. Und da war so ein Familienabend geplant, wo man was mit denen machen sollte, so Kultur kennen, dann vielleicht gemeinsam kochen. Die Mutter ist einfach aufs Backstreet Boys Konzert gegangen, hat uns alleine mit den Kindern zum Babysitten dagelassen. Wir mussten mit denen 5 Stunden oder 4, auf jeden Fall war sehr lange, mussten wir mit denen SingStar spielen. Aber nur die durften singen und wir mussten zuhören. Oh, bis die wieder da ist. Nur um uns dann aus der obersten Reihe auf ihrer Digicam die Bilder vom Backstreet Boys Konzert zu zeigen. Wir mussten uns alle angucken. Das Badezimmer hatte keine Tür. Es hing Kacke an der Wand. Und der Hamster ist gestorben. Es war wirklich wie so eine Jerks-Folge. Es war eine Katastrophe. Oh Mann, ey. Oh, wow. Ja. Ja. Wild. Nee, nicht so schlimm, lebe immer noch. England, so geil. This liebe England, wirklich. Yeah. Aber ja, aber das war eine Experience in der 7. Klasse. Ich weiß noch, wir haben auch super hohe Handyrechnungen damals gehabt. Weil du immer zubuchen musstest und so. Weil ich nicht, ja, da ging dazu buchen noch nicht. Das war noch so Vertragshandy von Mama, 7. Klasse irgendwie. Da hatte ich noch so ein orange-schwarzes Nokia-Tastending. Für Notfall. Für Notfall. Und wir haben so oft heulend unsere Eltern angerufen, weil das war wirklich so, der Lehrer musste vorbeikommen und sagen, könnt ihr bitte eine Tür ans Badezimmer machen? Weil man ist so in diesen typischen englischen Reihenhäusern so die Treppe hochgekommen und bist halt direkt aufs Badezimmer zu. Das hat keinen Duschvorhang, keine Tür. Und dann dachte ich mir so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt hier so naked, weißt du, 7. Klasse, bist du übelste Pubertär. Wie alt bist du da? 14, 15, 14? Ja. 14, ja. 13, 14, ja. Schlimme Jahre, ja. Ja, das waren wirklich schlimme Jahre, oh Gott. Ja, das ist hängen geblieben. Ja, auf so einer Note. Ich habe noch mehr Geschichten, aber die erzähle ich mal wann anders. Finde ich gut. Bei Hass mit Heller. Bei Hass mit Heller. Ja. Ausflüge, nicht mein Ding. Ich liebe Ausflüge. Die enden halt nur meistens Kacke. Kacke, ja.